Sonntag, der 25. September. Es wird mal wieder Zeit, einfach darüber zu reden. Rauche ich noch oder rauche ich nicht? Hier sind die Radio Primavera Nachrichten. Hallo und herzlich willkommen hier bei RPV Gran Canaria unter der Rubrik Martin ganz privat. Für den oder diejenige, die fragt, wer Martin ist, das bin ich. Und es geht um mich und es geht um mein Trink- und Rauchverhalten. Und ich kann nur eins sagen, ja, über 20 Tage nicht geraucht, über 1200 Zigaretten nicht geraucht. Von über 1200 Zigaretten, wenn man so will, 6 Stangen Zigaretten, der Qualm ging nicht in meinen Hals oder durch meinen Hals. Ja, aber, ein großes Aber, und dazu komme ich. So, ja, genau genommen habe ich 21 Tage nicht mehr geraucht. Ich schaue mal eben kurz hier auf meine App. Heute sind es 21 Tage schon und klingelt hier schon wieder zwischendurch. Man merkt es wieder. Also, nee, es sind sogar 22 Tage, die ich nicht mehr geraucht habe. Ja, stimmt ja auch. Und es sind 1339 Zigaretten, Stand der Dinge jetzt. Oh! 16 Uhr und 5 Minuten, die ich eben nicht geraucht habe. Ich wiederhole, 1339 Zigaretten. So, ja, in dieser Woche war es so, dass also wirklich sich jetzt seit Anfang der Woche mein Körper meldet. Und zwar positiv meldet, quasi Danke sagt. Also so kann man das vielleicht formulieren. Mir geht es in vielerlei Hinsicht wirklich besser. Aber die letzten 3 Tage, da war es so, dass auf einmal mein Verlangen nach einer Zigarette größer geworden ist oder überhaupt erstmal präsent ist. Ich muss wirklich sagen, 17 Tage war es so, dass ich mich da wirklich, es war mir egal, es war wirklich egal. Man muss dazu sagen, vor 3 Tagen hatte ich auch ein klärendes Gespräch. Und jetzt kann ich da auch einfach gern drüber reden. Das ist ja nun mal die Rubrik Martin ganz privat. Und ich werde von vielen ermutigt, da auch drüber zu reden. Ich bin von sehr, sehr vielen Menschen, wirklich, also bestimmt 50, 60 Menschen angesprochen worden. Man hat mich an die Seite genommen und wirklich gefragt, Martin, wie geht das? Wie machst du das? Ausgerechnet du, der ja nun wirklich die eine Zigarette mit der anderen angemacht hat. Und jahrelang hat mir immer irgendjemand, ach, eigentlich alle erzählt, Mensch, du rauchst zu viel und denk doch mal und hin und her. Ja, das ermutigt mich auch wirklich dann auch konkreter zu werden. Also, vor 3 Tagen war die Situation, dass ich ja ein Klärungsgespräch oder ein Abschlussgespräch hatte mit dem Arzt meines Vertrauens, deutschsprachig, Internist in Klinika Rocca in St. Augustin. Und ihr müsst wissen, man hat große Blutbilder mit mir gemacht. Man hat mich ins MRT geschickt. Man hat mit mir einen Blutdruck-Dauertest 24 Stunden gemacht. Das gleiche gilt fürs EKG. Und dann auf einmal war leider organisatorisch hat es 3 Wochen gedauert, wo eben halt dann ich überhaupt einen Termin bekommen habe bei dem Arzt. In der Zwischenzeit habe ich ja dann auf einmal auch aufgehört mit all den Schwierigkeiten, das hatte ich ja schon erzählt, dass also eben durchs Nicht-Trinken und Nicht-Rauchen mein Blutdruck runterging und ich dann also im Niedrigdruckbereich war und weiter noch meine Tabletten nehmen wollte, es Gott sei Dank gemerkt habe und mich dann also auch quasi nicht eingeschläfert habe, weil bei 80 zu 40 und dann nochmal blutdrucksenkende Mittel, dann wer weiß, was da passiert ist, ich habe einfach Glück gehabt. Muss man also auch drüber nachdenken, wenn man so etwas macht. Viele Stimmen waren ja da, die gesagt haben, Martin, wie kannst du nicht trinken und nicht rauchen wirklich gleichzeitig machen? Wobei ich ja eben es auch wirklich viel oder ja nicht in Maßen hatte. Ich habe 60 Zigaretten geraucht und auch wirklich, muss man sagen, sehr, sehr viel getrunken. Ich habe es gemacht, weil ich Angst hatte. Und 3 Wochen lang gingen also wirklich bei mir also auch meine Gedanken, die im Galopp durch die Gegend. Und da sind mir manchmal die Pferde durchgegangen, gedankentechnisch. Also, ich habe jetzt zumindest 2 klärende Antworten. Ich habe weder Lungenkrebs, noch habe ich, ich glaube COPD heißt das, diese Lungenkrankheit, die also auch nicht heilbar ist. Und hat mich sehr erleichtert, aber ich habe natürlich nachgefragt, warum ist das alles passiert? Warum bin ich umgefallen und. Und das werde ich euch gleich später erzählen. Nochmal zurück
22 Tage rauche ich nicht mehr und fast 30 Tage trinke ich nicht mehr. Das ist nicht ganz so richtig, denn seit es mir mal ein bisschen besser geht, ertappe ich mich dabei, dass ich den Abend über auch schon mal 2-3 Bier trinke und es das aber allerdings am nächsten Tag sehr, sehr stark spüre und merke. Seit 2 Tagen trinke ich wieder nichts mehr, weil ich einfach merke, das tut mir nicht gut, das will ich nicht, das will ich einfach nicht. Und ist auch eine Erkenntnis. Früher hat es mich nicht interessiert, habe ich auf abends gewartet, wieder was getrunken und dann war die Welt ja eigentlich wieder in Ordnung. Und nee, das will ich nicht und das versuche ich auch wieder so beizubehalten. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, das mit dem Trinken, das ist jetzt nicht so 100% Abstinenz wie jetzt beispielsweise mit dem Rauchen. Und da bin ich schon ein Stück weit stolz drauf, 22 Tage, das muss man sagen, das ist ja schon etwas. So, im nächsten Teil erkläre ich euch oder rede ich darüber, was ist eigentlich wirklich passiert? Was hat sich eigentlich bei den ganzen Untersuchungen rausgestellt? Und wie ist der Stand der Dinge? So, was ist passiert? Man hat bei dem MRT festgestellt, dass ich im linken Lungenflügel im unteren Bereich Vernarbungen habe. Und das rührt von einer Lungenentzündung. Und wir haben dann auch lange gemeinsam überlegt, der Arzt und ich, und wir kamen auch darauf, als ich seinerzeit umgezogen bin, das war im Februar, da können sich meine Mitarbeiter, Moderatoren, Kollegen und all die, die geholfen haben, sehr wohl, sehr gut dran erinnern. Zum einen bin ich jetzt nicht unbedingt der, wenn es darum geht, die Schubkarre wegzufahren, sofort hier schreie. Ich mache das zwar, aber dass ich das irgendwie dann versuche, so Vorreiter zu sein, das bin ich von meiner Mentalität her nicht. Aber ich konnte bei diesem Umzug gar nichts machen. Ich habe da gesessen, erst wo beim Ausräumen gesessen, habe den Leuten erzählt, sitzenderweise, dass das mit muss, da bitte aufpassen und so weiter. Mein Personal oder meine, ja, wurscht, wo sie herkam, meine Freunde, die mir geholfen haben, haben dann echt fast schon überlegt, ob sie mich auch noch ins Auto eben tragen, weil es mir super schlecht ging. Zu dem Zeitpunkt habe ich einen Corona-Test gemacht und der war positiv, obwohl ich geimpft und geboostert war. Das war, wie gesagt, Februar. Und ich habe, wie ich immer gesagt habe, mich davon einfach irgendwie nie erholt. Ich habe, wie sich dann also auch in den Ergebnissen so herausstellte, ich habe mir während sozusagen meinem Corona positiv eine Lungenentzündung. Wie nennt man das? Also eben halt eine Lungenentzündung bekommen und Gott sei Dank bakterielle Art, nicht virustechnisch, weil es gibt es die zwei Varianten, die eine ist ansteckend, die andere nicht. Und hab das aber mit mir selber ausgemacht. Also wirklich, ja, ist auch nicht ganz richtig. Also es verlief einfach so, dass ich dann wirklich, als ich nach Deutschland fliegen wollte, im Juni oder Juli war es, dann im Flughafen umgefallen bin. Und dann wurde mir auch geholfen, natürlich in ganz verschiedenen Richtungen, Verdacht auf Herzinfarkt und was nicht alles. Aber eben irgendwann haben es dann die Ärzte auch spitz gekriegt, dementsprechend war dann auch die Behandlung. Die Lungenärztin ist auch sehr, sehr zu empfehlen, eine wirklich ganz, ganz kleine Frau. Aber die hat richtig was im Hirn und hat das dann auch wirklich schnell rausgekriegt. Man hat mir nur nichts gesagt, aber man hat es einfach rausgekriegt. Also, ich hatte von Februar an nach meiner Corona-Erkrankung, habe ich daraus eine Lungenentzündung mitgenommen und sie quasi sozusagen erstmal grundsätzlich versucht, mit meinem Körper selber zu heilen, was natürlich sehr, sehr schwierig war, beziehungsweise bis hin zum Umfallen, also wo mein Körper gar nicht mehr konnte und dann mit Medikamenten das gelöst wurde. Das wiederum hat man aber auch beim MRT gesehen, weil, wie ich schon sagte, ich einen Lungenflügel einfach Vernarbungen habe im linken unteren Flügel und das wiederum rührt ganz klar von einer Lungenentzündung. So, das ist das, was ich mit mir geschleppt habe, aber das Kopfkino, ich habe es ja versucht gerade eben zu erklären, weil ich eben nichts wusste und auch dieses Gespräch sich einfach immer hinzögerte, die Tatsache hat dann hast im Kopf wirklich so ein Kopfkino, hast du jetzt Lungenkrebs und ne, die Voraussetzungen sind ja nicht die schlechtesten, ich habe ja nun wirklich, was habe ich denn geraucht, 60 Zigaretten am Tag, ich bin teilweise manchmal nachts aufgestanden, eine rauchen, um mich dann wieder hinzulegen, ja, so verrückt war ich und bin froh, dass das eben halt nicht so ist. Ich fühle mich immer mehr ermutigt, da auch öffentlich drüber zu reden, weil, wie gesagt, ganz, ganz viele Menschen von euch einfach mich wirklich in dem Punkt um Rat fragen. Und
Wenn ich nur einen oder den anderen mitnehmen kann ins Nichtraucher-Dasein, dann muss ich sagen, dann ist das ja auch dann okay, dass ich über mich persönlich und privat geredet habe. Die letzten Tage, kombiniert mit, dass ich ein bisschen was getrunken habe und natürlich auch der Tatsache, dass ein gewisser Druck abgefallen ist, weil ich diese Aussagen vom Arzt habe und weil es mir natürlich, und das muss ich jetzt auch sagen, ganz klar besser geht, dann neigt man als Mensch dazu, wieder in alte Gewohnheiten zu verfallen. Also die letzten Tage war vieles mir dann doch schwer. Man merkt es also an den Kaugummis, also diesen Nikotinkaugummis, die Stückzahl, was ich ja immer dann, weil diese Blister, ich zeige euch mal so ein Ding, so sieht das dann aus. Ne, da ist also die Hälfte schon weg von heute und ein so ein Kaugummi beinhaltet einfach eine Zigarette und ja gut, wenn ich dann davon 6 oder 8 oder 10 nehme am Tag, ist das ja immer noch besser als 60 Zigaretten zu rauchen und aber daran merke ich einfach, dass ich also da momentan sehr, sehr zugeneigt bin dem Rauchen und also dem, da muss ich jetzt echt gegen kämpfen. Ich werde das ausprobieren mit eben nicht mehr trinken, also auch nicht dieses bisschen trinken, um zu sehen, ob es das, diese Kombination damit ist. Ansonsten mit der anderen Kombination, ja, da muss ich einfach mit leben, denn ich möchte ja, dass es mir weiterhin besser geht und ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich werde an meinem Gewicht arbeiten. Das kommt jetzt noch oben drauf. Ich hatte ja mal 126 Kilo und habe es ja dann geschafft, vor 2 Jahren, also vor der Pandemie, runterzukommen auf 117. Da gibt es einen Menschen, den Christian, der müsste jetzt bald wieder auf der Insel sein. Da freue ich mich drauf, wenn ich ihn sehe. Seines Zeichens LKW-Fahrer und seines Zeichens auch wirklich dicker Mensch, der wirklich dünn geworden ist. Wir reden bei ihm von 40 Kilo, die er abgenommen hat. Der hat mich immer ermutigt und hat mir immer pro Kilo 10 Euro überwiesen, einfach. Es war so eine Art Spaß und ganz, ganz tolle Motivation irgendwie, wenn ich ganz ehrlich bin. Und der Punkt ist der, dass ich leider Gottes wieder dick geworden bin und dann auch durch die Medikamente noch viel dicker geworden bin. Ja, ich war bei 134 Kilo auf einmal. Von 117, also 126, runter auf 117, jetzt bei 134. Und ich habe in den 20 Tagen abgenommen 4 Kilo. Ich bin bei 130,5 Kilo. Und das halten wir jetzt mal so fest, ne? 25. September. 130,5 Kilo. Und ich werde euch in meinem wöchentlichen Bericht darauf auf dem Laufenden halten, wie das, ob das runtergegangen ist, wie es runtergegangen ist und wie die Stand der Dinge, die aktuellen Zahlen sind. So, das soll es als Wochenbericht über mein Thema Martin ganz privat dann auch gewesen sein. Ich hoffe, es interessiert euch. Und ja, in diesem Sinne, ihr merkt schon, ich werde an allen Stellen und Ecken gerufen. Wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, noch einen schönen Sonntag. Ich gehe nochmal wieder ein bisschen Wasser schöpfen, weil durch den Regen aktuell fällt mir auch viel in die Wohnung rein. Das ärgert mich maßlos, aber es ist einfach nicht änderbar. Handwerker sind schon bestellt für Montag, Dienstag oder tja, was auch immer. Wir werden es sehen, wann der Regen aufhört. Vorher können die Handwerker nichts machen. Es sind klare Stellen am Dach gefunden worden, die du ja nicht findest, wenn es nicht regnet. Und es hat halt einfach auch nicht geregnet. Aber heute hat es geregnet für 2 Jahre, wenn du mich fragst. Also von heute nach 3 Uhr an durchgehend. Ihr könnt es ja auf den anderen Videos sehen. Da ist viel Wasser runtergekommen und wir erwarten wirklich heute Nacht noch den Sturm, also auch den Wind, und dann werden wir mal sehen, was passiert. Ist ja schon einiges kaputt gegangen, ne? Zum Beispiel Tipsy Hancock ist das ganze Dach eingefallen am Anexodos. Könnt ihr ja mal nachgoogeln, ist natürlich auch sehr blöd. Und ich komme schon wieder ins Quatschen. Ich könnte nur Zigarette anmachen. Ich sage tschüss, bye bye. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Euer Martin Schubert. Ciao.